Willkommen zu dieser Übung zum Atemraum. Für die nächsten Minuten ist es hilfreich, an einen Ort zu gehen, wo du ungestört sein kannst. Du darfst eine aufrechte, würdevolle Sitzposition einnehmen und wenn möglich die Augen schliessen. Die Aufmerksamkeit aufs innere Erleben richten. Welcher Gedanke ist jetzt gerade da? Nur betrachten, ohne Wille zu verändern, ohne zu warten. Auch den Gefühlen, die mit den Gedanken aufkommen, Raum geben. Was nimmst du jetzt für Gefühle wahr? Auch negative Gefühle dürfen ihren Platz haben. Einfach beobachten, was in dem Moment an Emotionen rum ist. Dem Körper Aufmerksamkeit schenken. Wie fühlt sich dein Körper an? Vielleicht magst du auch durch deinen Körper durchscannen, spüren, wie sich verschiedene Körperregionen anfühlen. Jetzt die Aufmerksamkeit sanft auf den Atem richten. Dich für die Körperregion entscheiden, wo du den Atem besonders gut spürst. Vielleicht ist das beim Bauchraum, wo sich die Bauchdecke fein hebt und senkt. Oder beim Brustkorb. Oder bei der Nase, wo du das Ein- und Ausströmen vom Atem erleben kannst. Natürlich und anstrengungslos atmen. Den Atem nicht beeinflussen. Und wenn Gedanken aufkommen, die Aufmerksamkeit einfach wieder auf die Wahrnehmung vom Atem richten. Die Aufmerksamkeit ausweiten, den Körper als Ganzes wahrnehmen. Auch die aufrechte Haltung und den Gesichtsausdruck in die Wahrnehmung mit einbeziehen. Mit dem Erleben ganz im gegenwärtigen Augenblick bleiben. Dir im Raum um dich herum bewusst werden. Und mit einem tiefen Ausatmen alle Anspannung gehen. Die Augen wieder öffnen, aufstehen und die erlebte Verankerung in den nächsten Moment von deinem Leben tragen.